Elena, was ist denn das Wichtigste, das man beim Gebrauch eines Gerüstes beachten muss? Ja, das Wichtigste ist, dass das Gerüst in einem ordnungsgemäßen Zustand ist. Das bedeutet, dass alle Bauteile intakt und fest miteinander verbunden sein müssen. Außerdem muss das Gerüst für die vorgesehene Nutzung geeignet sein. Das heißt, dass es die Lasten tragen kann, ja, auf die es wirken. Okay, und wie kann man sicherstellen, dass ein Gerüst in einem ordnungsgemäßen Zustand ist? Vor der ersten Benutzung und dann regelmäßig, ja in der Regel alle 6 Monate, sollte ein Gerüst von einer qualifizierten Person in Augenschein genommen und auf Mängel geprüft werden. Dazu gehören zum Beispiel Beschädigungen an Bauteilen, Rost, lockere Verbindungen, fehlende oder beschädigte Schutzeinrichtungen. Und was ist, wenn man einen Mangel an einem Gerüst feststellt? Ja, dann muss der Mangel unverzüglich beseitigt werden. Wenn das nicht möglich ist, darf das Gerüst so nicht benutzt werden. Und wie kann man sich dann vor einem Absturz von einem Gerüst schützen? Na guck mal, jede Gerüstlage, die als Arbeits- oder Zugangsbereich genutzt werden kann, muss durch Seitenschutz gesichert werden. Der Seitenschutz muss mindestens 1 Meter hoch sein und 0,5 Meter breit sein. Wenn es für die Ausführung einer besonderen Arbeit erforderlich ist, den Seitenschutz vorübergehend zu entfernen, müssen Maßnahmen gegen Absturz der Beschäftigten getroffen werden. Dazu gehören beispielsweise Absturzsicherungen, Auffangeinrichtungen und ganz wichtig, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, kurz PSAGA. Und wie kann man sicher auf ein Gerüst steigen? Na, Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen auf Gerüsten müssen angemessen, ergonomisch und sicher begangen werden können. Grundsätzlich sind Aufzüge, Transportbühnen und Treppen gegenüber Leitern zu bevorzugen. Wenn Leitern verwendet werden müssen, sollten sie in einem sehr guten Zustand und stabil befestigt sein. Das ist echt gut zu wissen. Gibt es denn noch weitere Tipps für den sicheren Umgang mit Gerüsten? Es gibt einige Tipps, die ich euch nennen kann. Befolgt immer die Anweisungen des Gerüstherstellers. Verwende das Gerüst nur für die vorgesehene Nutzung. Überprüfe das Gerüst regelmäßig auf Mängel. Melde festgestellte Mängel sofort dem zuständigen Aufsichtsführenden. Ja, und verwende immer die PSAGA oder persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.